no signs of shyness they have. And for the first time I can see, yes I can see, fish swimming in the river of my city. The sky is finally clear and blue. Springtime city, city in blue. Next on call. Behind the right. Thank you.
Danke. Der nächste Song nennt sich Greed und befindet sich auch auf unserem tollen neuen Album Where the Trip Goes. Thank you.
could be your shadow on the wall, but it is the nightmare you support. Next song is called Fridays for Future. Polluters on the packs, let the goose down, turn to the facts. They tweet out with fantasy, some kind of strategy, their own philosophy. Without morality, no humanity. We were told to lie.
So, wir kommen zu unserem Abschlussstück. Ohne Hall, möglichst. Vielen Dank, Bordstraße, Newcomer TV, dass wir hier sein durften. Wir hoffen, ihr habt ein bisschen Spaß, auch zu Hause. Ciao, tschüss. Zum Plus für euch. Ratatat. Hallo, du bist der Sänger dieser wunderbaren Combo. Was ist das Konzept eurer Musik? Also ihr arbeitet jetzt seit 2015 zusammen und es ist ja so ein bisschen, sage ich jetzt mal, alternativ, so ein bisschen Stoner, so ein bisschen Punk, so ein bisschen poppig. Also von allen ein Mix. Sind das die Roots, die ihr einzeln mit in die Musik bringt, oder ist es eine Vision eines neuen Klangs? Also die Vision eines neuen Klangs wäre ein bisschen übertrieben, sage ich mal.
aber wir sind alle, kommen alle aus dem Alternative- und Rock-Bereich. Das sind alles Musikstile, die uns gleichermaßen anmachen, sage ich mal. Und ich kann mich immer nur als Band mit dem ausdrücken, von dem ich mich auch irgendwie berufen fühle, das zu tun. Aber neue Vision, das wäre ein bisschen... Ja, wir sind ja alle, in uns steckt ja alle ein Künstler oder eine Künstlerin. Natürlich. Und da will man natürlich auch möglichst viel formulieren. Ihr seid mit dem aktuellen Album unterwegs. Thematisch, du bist derjenige, der immer unter dem Regenschirm, unter dem Dach sitzt als einsamer Poet und schreibst die Texte. Worum geht es in deinen Texten? In den Texten geht es grob einfach um die Dinge, die mich irgendwie auch bewegen, sage ich mal. Und das ist, ich sag mal, thematisch jetzt, was das neue Album betrifft, Where the Trip Goes, so heißt das Album. Flüchtlingskrise ist ein Thema, das mich bewegt und wahrscheinlich auch viele Menschen da draußen. Ja. Genauso wie die Wohnungsknappheit, überteuerte Mietpreise. Es gibt eine ganze Palette von Themen und ich kann mich auch da wieder nur in dem ausdrücken oder mich da wiedergeben, wo ich mich mit beschäftige. Und das sind einfach die Dinge, die mir täglich irgendwie widerfahren, so. Seit März 2020 hat uns Corona an die Wand gedrückt, kulturmäßig. Clubs sterben. Ist jetzt der, bei uns in Frankfurt, der Marbach-Bunker wird zum Jahresende irgendwie geräumt, wenn die Politik nicht was tut. Inwieweit betrifft euch diese katastrophalen Entwicklungen, inwieweit betreffen die dich oder euch? Die betreffen uns insofern, dass auch wir kaum Möglichkeiten haben, quasi gerade Konzerte an Land zu ziehen, sage ich mal. Prinzipiell muss ich allerdings auch sagen, dass Corona für uns jetzt am Anfang keine wirklich negative Belastung war als Band, denn wir waren eh gerade in der Schaffensphase. Das heißt, ich persönlich hatte einfach dadurch auch ein bisschen mehr Zeit gehabt, die ich der Musik widmen konnte. Also was das Musizieren anbelangt, natürlich in meiner Welt außenrum, wie bei jedem anderen auch, gleiche Problematik. Und jetzt als Band, wo das Album dann halt fertig ist, wird es schwierig, sage ich mal, an Konzerte zu kommen, weil viele Veranstalter, und das ist auch vollkommen legitim und in Ordnung, ich würde es wahrscheinlich genauso machen, greifen dann auch gerne und oft auf die Bands, die sie letztes Jahr quasi vertrösten mussten oder sogar schon vorletztes Jahr. Und das macht es nochmal schwieriger, sage ich mal, um an Konzerte zu kommen. Deswegen wollen wir hier heute mal die Gelegenheit nutzen, uns einem großen Live-Publikum online quasi zu stellen. Also ein Applaus hier mal für den Jochen von der Regie, der sagte mir gerade, dass bei den ersten, genau, haut mal rein in eure Patschehändchen für den Jochen. Jochen. Er sagte gerade, dass die ersten Fragen in einen tierischen Hall untergegangen sind und ich soll sie nochmal wiederholen, aber wir sind jetzt schon mitten im Gespräch, also wir kriegen das schon irgendwie hin und ihr habt ja auch zum Beispiel eine Homepage, wo einfach viele Infos auch gerade, was das neue Album anbelangt und sowas drauf sind. Ihr seid genau, wir sind Facebook aktiv, wir sind auf Bandcamp, wir sind auf Backstage Pro, also einfach mal googeln, Longhead is Charge und ihr werdet auf jeden Fall über irgendetwas fallen. Seid ihr Profimusiker? Lebt ihr davon? Also ich persönlich jetzt nicht. Hier unser Schlagzeugerkollege, der Flo. Kannst du mal winken. Hallo Flo. Der ist schon musikalisch professionell unterwegs, spielt in mehreren Kombos und hat auch durch Corona gerade keinen leichten Stand gehabt. Es gibt ja im Augenblick wieder diese Diskussion 2G, 3G. Ist das für euch ein Problem? Also das heißt, dass ihr auch nur noch Gigs machen könnt, weil vielleicht nicht alle durchgeimpft sind in der Band unter 3G-Auflagen. Das wird ja immer weniger. Also die meisten Veranstalter machen ja 2G, weil es dann wieder ganz eng zusammen sein kann alles. Und so gibt es unterschiedliche Diskussionen, dass eigentlich auch die 2G-Menschen, also Veranstaltungen müsste man sich auch eigentlich testen, um eine Sicherheit zu langen. Steht ihr das? Diskutiert ihr das? Also wir haben dieses Jahr schon ein paar andere Auftritte spielen müssen, wo die Band noch nicht komplett geimpft war. Im Augenblick, wir sind das jetzt mittlerweile. Es war für uns kein Problem, uns vor dem Eingangsbereich oder vor dem Backstage-Bereich hier nochmal kurz testen zu lassen. Ja. Wenn das geringste Übel ist, das ich als Band durchlaufen muss, dann haben wir eigentlich keine Probleme. Ich glaube, da gibt es Menschen auf der Welt, die haben viel größere Probleme, was dieses Thema betrifft. Und von daher ist bei uns eigentlich alles entspannt. Wie sieht es aus? Im nächsten Jahr soll ja Corona weg sein. Puff. Ja, es hat sich aufgelöst sozusagen. Wer macht von euch das Booking? Also geht dann schon wieder das normale Konzertbooking von euch los? Oder seid ihr in dem Sommer auf den Festivals? Sommer 2020? Ja, das wird sich zeigen. Wir würden es uns wünschen, viele Festivals zu spielen, ganz klar. Das Album verdient Promotion.
Wir stehen voll hinter dem Album und tja, niemand ist Hellseher, wir wissen alle nicht, wo es hingeht und wir nehmen es einfach, wie es kommt, weil am Schluss bleibt auch nichts anderes übrig. Ich brauche mir darüber jetzt noch keine Gedanken zu machen, Corona weg ist Quatsch. Wie es weitergeht, steht in den Sternen. Wie wichtig ist für euch Musik? Könntet ihr euch ein Leben ohne Musik vorstellen? Also ich persönlich mir nicht. Auf gar keinen Fall glaube ich, dass es irgendjemand ohne Musik ist. Also für mich ist das die Luft zum Atmen. Es hat lange gedauert, bis ich das so für mich erfahren habe, dass das so ist. Ich bin erst sehr spät zur Musik gekommen eigentlich. Also ich hatte jetzt keine Förderung von zu Hause oder so. Und aber aus heutiger Sicht, ich bin Vinyl-Junkie, ich bin in einer Band drin, ich arbeite von Zeit zu Zeit noch in einem Tonstudio und befasse mich mit ganz, ganz anderer Musik. Also ohne Musik für mich kein Leben.